Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Family-Vlog. Ich habe gedacht, ich filme heute doch schon wieder für euch. Gestern war die Stimmung ja so ein bisschen gedrückt. Heute sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Also man hat es natürlich noch im Hinterkopf, aber es hilft ja einfach nichts, sich verrückt zu machen, weil man nur abwarten kann. Das ist es jetzt und ja, Vorsicht. Heiß, Mila. Heiß. Ich habe hier nämlich gerade mein Monsieur stehen. Ich habe nämlich schon Mittagessen gemacht. Wir haben es jetzt kurz nach 8. Mittagessen ist schon so gut wie fertig. Aber ein Maiskolben. Du willst einen Maiskolben haben? Vielleicht können wir die heute Abend machen. Auf dem Grill mit Papa. Ja, auf jeden Fall, ja, habe ich schon Mittagessen gemacht. Und wie gesagt, heute sieht die Welt schon anders aus. Deswegen habe ich gedacht, kann ich heute auch nochmal für euch filmen. Denn heute fangen wir schon an, Koffer zu packen. Ich habe meinen Nageltermin und da wurde letztes Mal schon gefragt, ob ich euch da nochmal bei mitnehmen kann. Und deswegen habe ich gedacht, es bietet sich heute nochmal an. Um 10.30 Uhr kommt eine sehr gute Freundin von mir, die passt auf Mila auf. Und ich fahre dann, wie gesagt, zu meinem Nageltermin. Und weil sie dann über Mittag hier ist, habe ich gedacht, ich mache schon mal Mittagessen, damit sie da nicht irgendwie noch Mittagessen hier machen muss. Also das wollte ich dann nicht so gern. Und deswegen habe ich jetzt hier aus dem Monsieur bzw. aus dem Mix ohne Fix Kochbuch für den Thermomix eigentlich den Wikinger-Topf gemacht. Also kann man ja auch super für das für den Monsieur nehmen. Und da muss ich jetzt nur noch eben die Soße machen und dann ist es aber eigentlich schon so gut wie fertig. Was hast du da? Ein Pflaster. Ein Pflaster? Ich glaube, das ist ein Kleber von der Kiwi. Nein. Nein? Gucken wir mal, noch ein Kleber. Bitte schön. Achso, kriege ich den auf meine Hand? Nein, auf deinen Arm. Auf meinen Arm? Auf mein Auer, meinst du? Ja. Nee, da möchte ich das nicht so gern drauf haben. Ich habe mich hier nämlich gestern beim Fensterputzen voll geratscht an so einem Nagel, der da noch am Fensterrahmen hing und habe mir da voll die Haut zurückgeschoben. Ich habe dich gekratzt. Nee, du hast mich nicht gekratzt, Schatzi. Stimmt ja gar nicht. Wer denn? Das war ein Nagel, der am Fensterrahmen hing. Wir haben mittlerweile einiges geschafft. Wir haben gefrühstückt, haben Zähne geputzt, haben uns soweit fertig gemacht. Bono war draußen. Mittagessen ist fertig, Waschmaschine läuft. Und was machen wir jetzt, Mila? Koffer. Wir holen vom Dachboden die Koffer schon mal runter, denn wir fangen ja heute an, Koffer zu packen, ne? Mhm. Ja, denn übermorgen geht's in Urlaub. Machen wir den Dachboden auf. Achtung. Alle Mann zur Seite. Ja, kannst du vorgehen, Mama ist hinter dir. So, wo sind jetzt unsere ganzen Koffer? Ja, wo ist mein Hundkoffer hier? Du meinst, ich weiß, welchen du meinst. Ich glaube eigentlich, dass der da hinten irgendwo war. Auf jeden Fall brauchen wir den Koffer. Den auch nochmal in der Größe von Julian. Zwei Handgepäckskoffer in jedem Fall, vielleicht sogar einen dritten. Weil Mila könnte theoretisch auch noch einen mitnehmen. Wo ist er? Ich bin gerade gut außer Puste. Hilfe! Vielleicht ist der auch hier auf der rechten Seite, Mila. Ich weiß es nicht. Nee, ganz viel Kinder- und Babykram. Ich muss mal suchen, wo der ist, Mila. Ob ich Dachböden wohl aufgrund dieser ganzen Spinnenweben hasse? Wow! So, jetzt muss ich mal gucken, wo dieser Hundekoffer... Ach, da hinten steht er. Oh, da hinten in der Ecke ist der Hundekoffer. Hinter all den Spinnenweben. Wie soll ich mich hier durchkämpfen? Ich glaube, ich hole mal eben den Staubsauger und sauge mir den Weg frei. Ich habe jetzt noch mal eben den Staubsauger hochgeholt. Wir haben übrigens, wie ihr sehen könnt, einen anderen. Da hatten nämlich gestern in der Insta-Story schon einige nachgefragt. Wenn ich Zeit habe, zeige ich euch mal, welchen wir uns gekauft haben. Da habe ich mich von einer anderen Instagramerin nämlich anfixen lassen, die dafür Werbung gemacht hat und da war es um mich geschehen und ich habe mir den gekauft. Also das ist jetzt halt nur die Handvariante. Ja, den Koffer brauchen wir auch. Genau, zieh einfach langsam durch. Ich kann den nicht so gut ziehen. Dann lassen wir ihn stehen und ich hole jetzt erstmal deinen Hundekoffer. Ja. Gut, so, Mama saugt sich aber den Weg frei. So, jetzt machen wir hier oben. Hier ist noch von Stocke der Newborn-Aufsatz. Den brauchen wir dann ja auch in ein paar Monaten. So, ich bin gleich beim Hundekoffer angekommen. Ich habe einen Hundekoffer! Ja! Wir haben es geschafft. Der Hund ist befreit. Tschüss.
So, jetzt mal vorsichtig ein Stück nach da vorne gehen, Mina. Ja, Mina ist schon auf ihrem Koffer unterwegs. Ich habe jetzt hier noch den Handgepäckkoffer runtergeholt und zweimal unsere großen Koffer. Wobei der ist noch mal größer als dieser hier, sehe ich gerade. Ich dachte, wir hätten genau die gleichen. Ja gut, also Jöns ist jetzt noch mal minimal größer als meine. Und wahrscheinlich werden wir, wie gesagt, echt noch einen Handgepäckkoffer mitnehmen. Ja, das geht nicht. Das müssen wir in den großen Koffer packen, weil den Hundekoffer nimmst du wahrscheinlich direkt mit ins Flugzeug und da dürfen wir so flüssige Sachen nicht mit reinnehmen. Aber wir nehmen es mit in Urlaub, das Shampoo. Das da reinpacken. Ja, wir packen erstmal alle Koffer ins Garagenzimmer hinten und dann packen wir nachher alle zusammen die Koffer, okay? Ich finde Koffer packen, also einpacken und auspacken ist auch immer so der nervigste Teil am Urlaub. Deswegen fange ich aber auch heute schon an mit Koffer packen, also am Donnerstag und nicht erst morgen, einen Tag vorher, damit es eben nicht ganz so stressig wird. Und ja, deswegen fangen wir nachher in jedem Fall schon an zu packen. Und wir holen heute die Schlüssel für die Wohnung in Mabea. Ich freue mich so. Also es ist wirklich jetzt nur noch ein paar Tage. Also am Samstag fliegen wir und wir freuen uns beide so sehr. Und Mila hat hier echt ihren Koffer gefunden, ne? Guck mal, ich könnte dich damit auch ziehen. Wenn ich das hinten losmache. Guck mal, kann man hinten losmachen, warte. Wenn ich das abkriege. Achtung, Bein rüber. Und dann kann ich dich ziehen. Hui! Ja, du musst dich aber schon festhalten. Ja, ich glaube, den können wir echt mitnehmen. Dadurch, dass sie jetzt halt ja auch einen eigenen Sitzplatz hat und auch richtig einen Handgepäckskoffer mitnehmen darf, können wir den, glaube ich, ruhig mitnehmen. Genau, guck mal, dann musst du den hier runtertragen. Vorsichtig, ne? Super. Nele müsste jetzt gleich jeden Moment kommen. Dann fahre ich direkt los zu meinem Nageltermin. Ich will sie diesmal auch anders machen. Ich habe ja sonst immer dieses Make-up-Gel, der ist leider schon abgebrochen letztens. Dieses Make-up-Gel, da fahren immer wieder welche nach, also ein sehr helles Make-up-Gel, weil ich dieses French und so überhaupt nicht mag. Und diesmal möchte ich aber was mit Farbe machen, also es wird wahrscheinlich nur weiß oder so, aber damit ich für den Urlaub irgendwie Farbe habe, aber nicht immer ständig neu lackieren muss und deswegen, ja, werden sie ein bisschen kürzer und dann irgendwie weiß, denke ich mal. Oder mal gucken, was sie sonst an Farbe da hat. Ich bin so außer Atem. Aber ich renne auch die ganze Zeit hoch und runter, weil ich immer irgendwas vergesse. Was ich euch noch zeigen wollte, was ich heute noch vorhabe, zum einen habe ich vor, mir seit Jahren bestimmt mal wieder selber die Wimpern zu färben und auch die Augenbrauen. Bei Augenbrauen habe ich so ein bisschen Angst, dass es nachher irgendwie voll dunkel wird. Ich glaube, da werde ich super vorsichtig sein und es relativ früh abmachen. Aber ich zeige euch mal, was ich bestellt habe. Und zwar diese Sachen hier. Also einmal habe ich mir Braun bestellt, halt für die Augenbrauen und Schwarz für die Wimpern und dann halt diese Entwicklerflüssigkeit. Hier ist noch so ein kleiner Pot zum Mischen drin. Und ja, das hatten mir nämlich einige damals auch empfohlen, als ich, glaube ich, mal irgendwann gesagt hatte, dass ich eventuell Wimpern färben will. Und ja, werde ich mal nachher mal ausprobieren. Und da hat es geklingelt. Machst du schon die Tür auf? Du hast ja ein schickes T-Shirt an. Ja, lass Nele rein. Ich bin jetzt entspannt zu meinem Nageltermin gefahren, muss auch gleich in 3 Minuten rein und habe auf dem Weg hierher über die BookBeat-App wieder mein Hörbuch weitergehört. Da höre ich nämlich gerade aus der Again-Reihe von Mona Kasten das dritte, also Feel Again. Und das war eine Empfehlung von euch, also diese Trilogie. Fand ich auch wieder sehr, sehr gut. Und es wurde der Rabattcode nochmal für euch verlängert. Also ich habe es euch ja vor ein paar Wochen schon mal vorgestellt, BookBeat. Also es ist eine Hörbuch-App. Und da habt ihr über 50.000 Hörbücher, Hörspiele, könnt aus sämtlichen Kategorien wählen. Ich bin ja so der Roman-Typ mit schönen Liebesgeschichten. Und ja, also ich habe jetzt aktuell, ich weiß nicht, ob sich das sehr spiegelt, 60% von dem letzten Hörbuch gehört, also so viel habe ich nicht mehr. Und ansonsten gibt es da auch viele Kinderhörbücher. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel auf meiner Liste noch Leo Lausemaus, hatte Mila zuletzt gehört. Paw Patrol geht halt auch immer. Und ihr könnt halt bei den Kategorien, das hatte ich euch ja auch schon gezeigt, sämtliche Sachen wählen. Was ich bei den Kinderbüchern so toll finde,
ich zeige es euch mal eben so. Also bei Kinderbüchern habt ihr halt hier oben beliebt und ihr habt halt auch Kategorien. Und dann könnt ihr zum Beispiel ab 2 Jahren wählen, ab 4 Jahren, was ich halt echt super finde, weil da muss man nicht alles durchsuchen und kann direkt eben hier ab 2 Jahren gucken, was man für Bücher hat. Das große Einschlafhörbuch, das hatte ich zum Beispiel auch schon mal. Hier Paw Patrol, Eiskönigin, Leo Lausemaus, Benjamin Blümchen, Conny. Also alles dabei, was die Kleinen eigentlich gerne hören. Und mittlerweile höre ich auch wirklich im Auto dann immer Hörbuch. Oder wie gesagt, immer wenn ich mit Bruno gehe. Das ist für mich so meine kleine Auszeit, entspannt Hörbuch hören. Und mit dem Rabattcode Miss Lavender könnt ihr nach wie vor BookBeat 1 Monat gratis testen. Den Link und auch den Rabattcode schreibe ich euch einfach nochmal in die Infobox. Dann könnt ihr einfach mal schauen und bei den Büchern stöbern. Also ja, ich liebe das. Ich habe jetzt in den... Na, noch nicht mal knapp 2 Monaten, vielleicht 1,5 Monaten. Ich habe, das ist jetzt das 6. Hörbuch, was ich höre. Also, das muss man sich mal überlegen, das würde man doch niemals so lesen. Also, ja, mega, mega tolle Sachen. Ich liebe das. Und jetzt lasse ich mir meine Nägel schön machen. Hallo. Hi. Ja, hi. Hi. Ja, hi. Ja, ja. Ja, sag mal Bescheid, dass ich da bin. Werden die Nägel wieder schön gemacht. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, aber Alessa weiß es noch nicht. Es wird diesmal eine andere Farbe. Kein Make-up-Gel. Habe ich beschlossen. Wir werden mal gucken. Und Alessa ist gestern erst von den Malediven zurückgekommen. Ja. Die reist nämlich immer. Aber das wievielte Mal wart ihr jetzt auf den Malediven? Das 3. Mal? Das dritte oder vierte Mal. Also, da hinten sieht man auch ein richtig schönes Bild. Richtig schön. Ich bin jetzt fertig beim Nageltermin und habe wieder schöne Nägel. Und wie ich schon sagte, sie sind deutlich kürzer und halt weiß. Es ist nicht so ein 100% deckendes Weiß, aber es gefällt mir so, so gut. Also ja, richtig schön. Und jetzt geht es weiter ins Einkaufszentrum. Ich will nämlich unbedingt nach einer Umstandshose gucken bei H&M. Und ich hoffe, ich finde eine schöne. Und dann geht es nach Hause. Jetzt ist 13 Uhr. Ich rufe gleich mal im Zuhause an, ob da noch alles im Lot ist. Aber ansonsten hätte sich Nele auch gemeldet. Also meine Freundin, die jetzt gerade auf Nele aufpasst. Und ja, jetzt geht's erstmal weiter. Und ich werde mir mal eben wieder für die Fahrt mein Hörbuch anschmeißen. Das Schöne ist ja auch, was ich vorhin zum Beispiel vergessen hatte zu sagen, was ich so super finde. Ich hatte letztens dann ein Hörbuch angefangen und es hat mir gar nicht gefallen. Auch einfach von der Stimme, die es vorgelesen hat, so dass ich es einfach wieder beendet habe. Also ist halt das Gute. Man hat ja dann eine Flatrate quasi, also je nachdem, welches Abo ihr da habt und könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Und wenn mir eins nicht gefällt, dann beende ich das und höre halt das nächste. Aber diese Reihe von Mona Kasten, sehr zu empfehlen. So, ich möchte es hören. Hat es sich anders angefühlt. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Mila hatte hier einen schönen Vormittag mit Nele. Und ich bin bei H&M auch fündig geworden. Also ich habe jetzt eine Jeans geholt. Und ja, gleich geht's dann los und wir holen den Schlüssel ab. Julian macht sich gerade oben fertig. Ne? Und wir sagen nochmal eben, Nele, tschüss Mila. Tschüss Mila. Es war schön mit dir. Hat Spaß gemacht. Ja. Und Nele hat auch gesagt, das Highlight ist hier der Hundekoffer gewesen. Das macht Spaß, ne? Niet. Oh, fahren wir hier rum? Nein. Und wo ist Bruni? Du willst noch weiterfahren, ne? Bruno ist übrigens, wenn wir die 2 Wochen Urlaub sind, dann auch bei Nele. Die freuen sich auch schon ganz doll auf dich, Bruni, ne? Ja. Wir haben es jetzt mittlerweile einige Stunden später. Wir haben jetzt die Schlüssel für die Wohnung in Marbella abgeholt, haben dann noch mal kurz bei meiner Mama was vorbeigebracht. Dann haben wir noch mal ein paar Teile eingekauft. Also ich kaufe jetzt wirklich nur so natürlich, dass wir Samstag dann bis Samstag alles aufgebraucht haben oder möglichst alles aufgebraucht haben. Und ja, jetzt sind wir gerade wieder rein. Und dann gucke ich mal, dass wir vielleicht gleich wirklich nochmal anfangen zu packen. Ansonsten vielleicht heute Abend dann. Aber ich will Milas Sachen auf jeden Fall schon mal rauslegen. Und ja. Achso, ich wollte euch nochmal eben die Jeans zeigen, die ich mir bei H&M geholt habe. Und Mila, der kleine Käfer, liegt hier unten auf dem Boden. Ja, das ist auf jeden Fall die Jeans, die ich mir jetzt geholt habe. Also so eine bisschen hellere. Ich finde, jetzt unten sitzt sie nicht so ganz perfekt. Also ich mag es eigentlich, wenn die noch ein bisschen enger anliegt. Und die war halt auch ein bisschen zu lang, deswegen habe ich sie jetzt gekrempelt. Aber ansonsten mochte ich die
von der Waschung so ganz gern. Ja, hat halt das typische Bauchband, ne? Schön bequem. Und ja, also ich finde, die H&M-Hosen sind echt so noch mit am besten. Also hatte ich auch bei Mila damals. Und ja, was ist mit dir los, kleiner Käfer? Ich hab mal gepupst. Der kleine Käfer hat gepupst. Für Mila habe ich jetzt schon mal ein paar Sachen rausgelegt. Also ich habe hier ein Bolero-Jäckchen, Strickjacke, so ein Zipper-Pulli, ein paar T-Shirts, Kurzarm-Bodies, kurze Hosen, Kleider, Leggings und eine Jogginghose. Wobei ich habe jetzt auch erstmal rausgelegt und vielleicht ziehen wir zum Beispiel jetzt auch eine Jogginghose oder Leggings dann auf dem Flug an. Vielleicht sortiere ich auch später wieder was weg. Ich muss mal gucken. Dann hier ihren Badeanzug. Die Badehose ist noch unten in der Wäsche. Also von daher kommen da auch noch T-Shirts und so dazu. Dann deswegen auch hier nur ein paar Söckchen. Ich habe nämlich noch mehr von diesen ja so Sneaker-Söckchen, aber sie wird ja auch Sandalen tragen. Von daher brauchen wir nicht so viel. Dann ihren Sonnenhut. In der anderen Tasche ist noch eine Cappy, die nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ihre kleine Kulturtasche. Ja, und dann kommen natürlich sowas wie Windeln und Feuchttücher noch dazu. Ihre Schuhe, ja, aber ansonsten werde ich die Sachen jetzt schon mal rüber zum Koffer räumen. Und dann Zähne putzen, alles drauf. Alles, was du brauchst, nehmen wir mit. Was brauchst du denn noch? Strickjacke. Ich weiß aber, ich meine... Die Latte. Darf ich die einmal an die Püree ran, dem mal passt? Du kannst das gerne anprobieren, ob das passt, ja. Und passt das? Ja. Passt? Ja, zumachen. Zumachen? Mhm. Müssen hier gleich mal durchsaugen, ne? Das Brötchen krümelt ganz schön. Zack. Schicki. Also ein bisschen warm, oder? Sehen wir ja mitten in Urlaub. Müssen wir wieder auf den Stapel packen. Bevor ich das Video jetzt gleich beende, weil wir jetzt halt einfach noch weiter packen, also ich Milas Sachen schon mal so weit zusammenräumen will, bei mir schon mal anfangen will. Ich will euch vorher aber nochmal eben schnell unseren neuen Staubsauger zeigen, weil ich das ja vorhin sagte, dass ich euch den eigentlich nochmal ganz kurz zeigen will. Aber ja, ich will da jetzt nicht groß drauf eingehen, das ist keine Kooperation oder so. Ich habe es, glaube ich, vorhin erzählt, oder? Dass ich das selber bei einer Instagramerin gesehen habe und mich habe voll anfixen lassen und den bestellt habe. Und weil bestimmt auch Fragen kommen, ob wir mit dem anderen, mit dem Bissel nicht mehr zufrieden sind. Der Bissel hat gemacht, was er sollte. Also das war ja so ein Saugwischer. Ich fand ihn aber für manche Ecken zum Beispiel einfach dann zu groß. Deswegen haben wir immer noch den alten genommen. Oder wenn ich hier an den Decken mal was saugen wollte, ja, ging es ja nicht. Und deswegen hatten wir immer noch den alten in Gebrauch. Und den wir jetzt haben, ist von der Marke Invictus, heißt es, glaube ich. Und der kann halt alles. Also das ist auch, also ich kann damit auch dieses Saugwischen machen. Ich kann nur saugen. Ich kann oben an die Decke saugen, weil der verschiedene Aufsätze hat. Also ja, ich zeige ihn euch einfach mal eben kurz. Also das ist das gute Teil. Wie gesagt, Invictus heißt die Marke. Und ich habe mir so ein Set bestellt, dass ich zum einen jetzt halt nur diesen Staubsauger habe, kann aber auch halt das untere sozusagen abmachen und kann dann das Teil dran machen. Das ist dann halt, um dieses Saugwischen halt zu machen. Dann kann ich hier oben abmachen, habe halt quasi nur diesen Handstaubsauger, habe hier ganz viele Aufsätze. Ich finde ihn auch im Vergleich zu unserem anderen deutlich leiser. Also ich kann ihn jetzt ja mal laufen lassen. Er hört sich wahrscheinlich über die Kamera trotzdem laut an, wie ein normaler Staubsauger halt. Aber kein Vergleich zu vorher und er ist halt deutlich leichter. Ne? Also ja, ich mag ihn auf jeden Fall jetzt schon sehr gern, obwohl ich noch nicht mal alle Funktionen getestet habe. Ja, und die Anbringung für die Wand haben wir natürlich auch noch nicht dran. Deswegen steht er jetzt immer da, wo er nicht gerade umkippt. Und dann kann ich euch ja noch mal eben zeigen, was ich noch dazu bestellt habe, beziehungsweise was nur noch im Set mit dabei war. Also zum einen halt so ein Aufsatz zum Beispiel. Dann habe ich mir das noch extra dazu bestellt. Das ist so eine, ich glaube, Polsterbürste. Ich weiß gar nicht, wie die genau hieß. Da kann man aber auch richtig gut das
aussaugen. Da spart man sich so ein bisschen den Staubsauger an der Waschanlage. Das hat mich vor allem auch total gereizt. Und wie gesagt, ihr habt hier total viele Aufsätze, die ihr auch natürlich extra noch dazu kaufen könnt. Ladegerät. Ja, bitte, Mila. Er ruft nur Mama und kommt nicht. Naja, ich will auch gar nicht länger drüber schnacken, aber ich wollte es euch einfach nur mal kurz gezeigt haben, weil auf meine kurze Instagram-Story jetzt die Tage kamen schon so viele Fragen. Und ja, wie gesagt, das ist unser Neuer. Und ich habe ihn aber erst seit anderthalb Wochen, also ich kann jetzt kein endgültiges Fazit geben, falls das wen interessiert. Und ich würde an eurer Stelle mal bei dem Instagram-Profil Love Sale Blog gucken, weil da, oder wenn ich den Rabattcode noch finde, schreibe ich es euch in die Infobox, weil die hätte auf jeden Fall den Rabattcode für diesen Staubsauger und den habe ich genutzt. Also ich glaube, das waren nur 10%, aber haben oder nicht, also auch ich lasse mich manchmal anfixen. Weil wir jetzt, wie gesagt, weiter am Packen sind. Boah, Mila! Werde ich den Vlog an dieser Stelle dann auch schon mal beenden und wir werden uns, wie ich gestern im Vlog schon gesagt habe, dann einfach aus Spanien zurückmelden. Und ja, wir freuen uns einfach so sehr auf diesen Urlaub und aus dem Urlaub selber wird es natürlich dann wieder nicht so viele Videos geben, weil wir wirklich halt Urlaub machen wollen und das auch genießen wollen. Ich teile natürlich gerne auch über Instagram dann Sachen mit euch. Und vielleicht wird es dann, wie gesagt, auch ein, zwei Vlogs aus dem Urlaub geben, so wie letztes Jahr auch, aber halt nicht in der Häufigkeit wie jetzt von zu Hause aus. Aber ich denke, dafür habt ihr natürlich auch Verständnis. Und ja, aber für heute ist erstmal Schluss. Ich glaube, der Vlog wird wieder auch relativ lang, weil ich einfach auch immer so viel quatsche. Ne? Aber ihr kennt mich ja. Und von daher sage ich jetzt aber erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.